Aber also mal, der Raps sieht wirklich hervorragend aus. Ich bin echt zufrieden. Der ganze Acker super homogen und die Querneland, die Optima, die hat er auch einen guten Job gemacht, muss man echt sagen. Also begeistert dieses Ding. Moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Für mich heute schon die zweite Folge heute. Wir haben heute Morgen die Sonderkulturen gedrillt. Wir haben ja heute immer noch den 3. April. Und wir haben Senf gedrillt, wir haben Leindotter gedrillt, Mohn, Schwarzkümmel. Dann haben wir angehalten, dann habe ich die Spritze angebaut. Dann war ich zu Hause Abendbrot essen. Und jetzt ist windstill. Jetzt müssen wir das hier noch mal ein bisschen nutzen. Und morgen früh geht es dann weiter mit iberischer Drachenkopf, Lein, Färberdistel. Dann habe ich nur noch den Hanf, ungefähr in 2 Wochen. Ja Leute, was soll ich euch sagen? Wir müssen leider hier noch mal durch den Raps. Wir haben hier Kamille. Und leider nicht zu wenig, die hier durchgekommen ist. Die ganze Maßnahme kostet hier 2.500 Euro und da könnt ihr mir glauben, mit dem Geld hätte ich lieber anderes gemacht, als hier mit dem Pflanzenschutzmittel hier nochmal durchzufahren. Aber was sollen wir machen? Habe ich im letzten Video schon erklärt, Kamille ist ein richtiges Problem, auch mähdruschtechnisch kann das ein richtiges Problem werden mit Wickler, mit Verstopfer, mit Feuchtigkeit, durch die Feuchtigkeit zusätzliche Verluste, weil es daran anhaftet. Und deswegen, Kamille ist auch wirklich eines der Kräuter im Raps, die muss man da wirklich ernst nehmen. Und der Punkt ist, wir müssen das machen, bevor die Reihen hier schon geschlossen sind, weil dann haben wir im Prinzip keine Angriffsfläche mehr. Die Kamille ist ja noch kleiner als der Raps, also der ist ja noch ungefähr so groß ist die, so bis so, und die ist dazwischen. Und worst case ist im Prinzip, dass der Raps zumacht und wir kommen nicht mehr an diese Kamille ran und dann haben wir verloren. Dann ist die erstmal unten drunter, bis der Raps nachher ungefähr blüht. Und nach der Blüte ist dieser eine Punkt. Dann beschattet der Raps nicht mehr, sondern die Blütenblätter fallen ab. Und dann ja, hat er auch keine Blätter dran, sondern nur Schoten. Und bis die Schoten nachher groß sind und wieder anfangen, Photosynthese zu betreiben, assimilieren, sagt man so, also Photosynthese betreiben, dann beschatten die nicht mehr. Und in diesem Moment wächst die Kamille da durch, packt sich oben rauf auf den Raps und wuchert richtig los. Und ja, jeder Drescherfahrer wird das Leid kennen. Aber overall sind wir zwar ein bisschen spät, aber wir nutzen jeden Moment, den wir überhaupt haben. Und davon gibt es dieses Jahr nicht viele von diesen Momenten. Aber der Raps sieht super solide aus, wie ihr selber seht. Der sieht homogen aus bis zum Anschlag. Also nahezu die gesamte Fläche ist einheitlich. Auch wenn man seitlich guckt, sieht das sehr homogen aus. Klar, da sieht man die Unterschiede ein bisschen größer, als wenn man mit der Reihe guckt. Ist logisch. Aber auch das sieht wirklich hervorragend aus. Und da bin ich echt zufrieden, wie der jetzt hier aussieht. Und so fahre ich hier heute Abend. Und inzwischen ist es 19.46 Uhr. Für die Fläche brauche ich hier 2 Spritzen. Erste ist jetzt ja, noch nicht leer, aber ich habe jetzt hier noch 10 Hektar. Dann ist die erste Spritze schon weg. Aber wenn ich Tempo mache, könnte ich so 22 Uhr ungefähr fertig sein. Dann haben wir das schon wieder abgehakt und nach wie vor ist die Periode auch im Raps sehr, sehr kalt. Ein Insektizid war nach wie vor nicht notwendig und wir fahren jetzt auch, also wir haben auch keins dabei oder so. Wir haben tatsächlich auch nur das Mittel und das war's. Und tendenziell sieht es auch so aus, dass es erstmal so bleibt. Das heißt, wir haben die kühle Witterung die nächsten Wochen über noch oder die nächsten 10 Tage. Und dann ist auch erstmal kein Druck bei den Insekten zu erwarten, was ja durchaus positiv ist. Also ein warmes Frühjahr sieht die Welt da ganz anders aus. Und das spart uns in dem Moment natürlich viel Geld und auch natürlich Pflanzenschutzmittel. Der Raps ist da sowieso eine sehr, sehr anfällige Kultur. So geil wie Raps auch ist und Rapsanbau macht super viel Spaß.
Leider Gottes ist er wirklich eine sehr, sehr sensible Kultur gegenüber Schadinsekten und Krankheiten. Aber der Mehrwert, den er der Fruchtfolge bringt, der ist erheblich. Das heißt, alle Getreidearten, die hier im Nachbau, also im Folgejahr stehen, die haben automatisch, sagt man so Pi mal Daumen, eine Tonne mehr Ertrag. Weil der Raps hinterlässt so ein richtig geiles Bodengefüge, der durchwurzelt sehr tief und auch sehr intensiv. Fetter Rhyme. Und dadurch ist es schon mal ein Riesenvorteil. Wir waren mal auf so einer Veranstaltung mit unserem Professor, das war vor 15 Jahren oder vor 14 Jahren. Und da war so ein Versuchsstandort oder so ein Versuchsgut. Und da ging es auch so um Thema Direktsaat und Grubbern und Pflügen und was man überhaupt muss. Und da hat er damals schon gesagt, auch der leitende Professor von dem Versuchsgut hat schon gesagt, wenn ihr die Ablage, die Saatablage genauso hinbekommt oder richtig gut hinbekommt, dann könnt ihr einen Weizen in Direktsaat nach Raps stellen ohne Minderertrag. Das gebe ich euch schwarz auf weiß. Das waren so eins zu eins seine Worte. Der Punkt ist, vor 14 Jahren hatte man die Saattechnik noch nicht so krass wie jetzt. Also dieses ganze Aufkommen mit einer Novak. Ich weiß gar nicht, wann die Crosslot nach Neuseeland oder beziehungsweise von Neuseeland hier rüber kam. Wann die Novak so richtig im Vertrieb ging, könnt ihr sicherlich mal drunter schreiben. Der Punkt, die Avatar, Weaving, all das, was ja so aufkommt, Sky. Und das war alles ja noch nicht richtig für den europäischen Markt. Ich hatte zu dem Zeitpunkt eine Rapid. Und man sagt ja, die ist ein gutes Maß der Dinge, aber ich habe damals ein bisschen umher experimentiert mit ein bisschen Roggen in Direktsaat, ein paar Flächen und Zwischenfrucht in Direktsaat. Und da hat die Ablage halt nie so richtig gut hingehauen, sodass man sich dann doch geärgert hat und hat man gesagt, nee, dann lassen wir es erstmal. Aber inzwischen ist es natürlich ein ganz anderer Trend, der da aufgekommen ist mit diesen Drillmaschinen, die wirklich auch bei schwierigen Bedingungen und einen gleichmäßigen Feldaufgang schaffen. Das ist schon mal ein Wahnsinnsvorteil. Jetzt geht da auch hinten die Sonne unter. Ja, aber auf jeden Fall hinterlässt der Raps halt dieses so ein lockeres Bodengefüge und so ein Saatbett, dass er die Folgekulturen richtig schön drin wurzeln kann. Ein weiterer Vorteil ist natürlich, ja gut, kann auch ein Nachteil sein, weil wir den relativ gut mit Stickstoff versorgen müssen. Das ist ja eine Kohlpflanze und alle Kohlpflanzen lieben Stickstoff. Und der Punkt ist, wir hinterlassen, der Raps an sich braucht sehr, sehr viel Stickstoff, um eine gute Ernte zu erzeugen, um zu performen. Aber er braucht letztendlich nicht so viel Stickstoff, also wir fahren so viel Stickstoff als Raps am Ende nicht runter. Nicht so wie beim Weizen zum Beispiel, wo wir das Ganze ja als Protein runterfahren. Ja klar, als Raps fahren wir auch Protein weg, aber gegenüber dem Weizen hinterlässt er doch mehr Stickstoff. Und so ist halt der Punkt, die Pflanze, die hier im Herbst wächst, die hat halt deutlich mehr Nährstoffe zur Verfügung und die hat nicht diese sogenannte N-Sperre, die wir nach dem Stroh haben zum Beispiel. Also nach einem Getreidestroh ist es ja so, dass die Kultur, die da wächst, die teilt sich im Prinzip den Stickstoff, den es im Herbst gibt, was gar nicht mehr so viel ist, weil da stand ja schon mal eine Kultur, die hat das ja alles aufgesogen und dann hat man ein bisschen aus der Mineralisation im Herbst. Das teilt die sich mit dem Stroh, weil das Stroh wird zu Humus umgebaut und dazu braucht es deutlich mehr Stickstoff für die, also Stickstoff-Kohlenstoff-Verhältnis ist im Humus ungefähr 1 zu 10, 80 zu 1 bzw. 100 zu 1 ist ungefähr im Stroh, Pi mal Daumen. Und das heißt, wir müssen bedeutend mehr Stickstoff aufnehmen, um Humus zu bilden. Und das merkt man halt, dieser Stickstoff, der wird halt, also Stroh saugt quasi diesen Stickstoff weg und das konkurriert mit den Pflanzen, die wir da im Herbst hinstellen. Und das haben wir im Prinzip nicht im Raps. Das ist ein Riesenvorteil. Ja. So sieht das aus. Früher hat man dazu immer noch mal ein bisschen, da gab es noch die Strohdüngung, da war das noch erlaubt. Das heißt, man konnte da ein bisschen Stickstoff geben, damit die Strohrotte begünstigt wird. Mit Gärresten hat man es ja auch hinbekommen. Oder kann man es ja auch hinbekommen. Ist aber in den letzten Jahren immer wieder, ja, ist immer weniger geworden, was man da machen kann. Und da ist ja zum Beispiel hier der Ansatz, den ich hier gemacht habe, bei dieser Fläche. Wir fahren ja im Prinzip das Strip-Till-Gerät
Und im optimalsten Fall wie vorletztes Jahr ohne jegliche Bodenbearbeitung, nur Striptill. Und wir lassen das Stroh an der Oberfläche. Und wenn wir dann den Raps drillen hier drauf, ja, wir haben ja trotzdem diese Endsperre, die würde ja trotzdem kommen, weil das Stroh saugt ja sozusagen den Stickstoff ein. Aber dadurch, dass wir es an der Oberfläche lassen und wir packen ja das Rapskorn dann in den Boden und wenn es dann nach unten wurzelt, hat es ja im Prinzip den Stickstoff, den wenigen Stickstoff, den wir überhaupt noch geben dürfen aus den Gärresten, hat er ja dann zur Verfügung. Und obendrauf, das Stroh fängt ja langsam dann an zu verrotten durch sämtliche Verrottungsprozesse, unter anderem ja Bakterien, Pilze, aber auch die Regenwürmer. Und da ist es ja so, der Boden mineralisiert ja trotzdem weiter Stickstoff und dann hat man nicht diesen krassen Fall im Herbst, wo man wirklich sieht, die Bestände, die hungern regelrecht, weil die so doll mit dem Stroh konkurrieren. Und da haben wir halt hier den Punkt, die Bestände sind gut versorgt, vorne raus und hinten raus haben wir halt das bisschen mehr an Stickstoff. Sicherlich muss man dann auch im Frühjahr damit einkalkulieren, dass im Frühjahr vielleicht noch ein bisschen was festliegt, weil wir schmeißen es hier oben drauf. Aber dann ist es nicht mehr so krass, weil im Frühjahr haben wir die Hauptmineralisationszeit. So. Ja, Leute, ich fahre jetzt mal hier weiter. Aber also mal, der Raps sieht wirklich hervorragend aus. Ich bin echt zufrieden. Der ganze Acker super homogen. Und die Querneland, die Optima, die hat da auch einen guten Job gemacht, muss man echt sagen. Also begeistert dieses Ding. So, wir haben kurz vor 22 Uhr, ich habe die eine Spritze noch fertig gemacht und ja, dann wurde es leider nachher auch ein bisschen zu kalt, da waren es ja 2-3 Grad. Da habe ich mir gedacht, naja, lass mal lieber eine zweite, schaffst du nicht mehr gut, aber was ich jetzt noch schaffe, ist für euch die Bierkrüge noch fertig zu machen. Die liegen schon ein bisschen länger, das tut mir auch ein bisschen leid für die, die jetzt ein bisschen lange warten mussten, aber die gehen morgen noch raus und kommen dann hoffentlich vor Ostern noch an. Während der Drucker hier aber läuft, kann ich euch noch zeigen, wir haben jetzt auch neue Motive. Und zwar, ich muss mal gucken, Lisi ist da besser informiert als ich, ob es den Mähdrescher schon gibt. Oder ob ich jetzt euch was zeige, was es noch gar nicht gibt. Ich glaube, ich zeige euch, der Mähdrescher, den gibt es noch nicht, Leute. Den habe ich euch nicht gezeigt. Und zwar, das gibt es auch noch nicht, Hashtag ehrenlos. Aber die Kuh gibt's. Ja, die gibt es jetzt neu als Motiv. Auch wenn wir keine Rinder mehr haben, haben sich trotzdem viele solche, also so ein Motiv gewünscht. Die ganze gibt es auch auf der Schürze. Wir haben auch Grillschürzen, Kochschürzen jetzt dabei. Und dann haben wir noch, wir müssen mal gucken, dann haben wir noch den hier als Motiv. Neu für die Textilien. Dann haben wir den Maiskolben noch neu als Motiv für die Textilien. Auf T-Shirt und für Hoodies. Finde ich eigentlich ganz cool. Ja, genau. Und die Kuh. Das ist erstmal neu, was wir erstmal haben. Da haben wir noch ein paar Beutel. Hier unten ist inzwischen, das ist inzwischen Lisis Bereich, muss ich ehrlich sagen. Lisi kümmert sich komplett um den Textildruck. Ich mache nach wie vor noch Tassen. Und ja, also ohne Lisi schaffe ich da nichts. Aber wenn ihr bestellt, zu 99% ist es von Lisi gedruckt und zu 1% von mir gedruckt. Genau. Und verpackt ist es dann meistens von einem unserer Mitarbeiter. Wir haben jetzt Bierkrüge neu im Sortiment mit einer Gerstenehre. Das war unbedingt meine Idee und mein Wunsch. Und dann wollte ich euch mal zeigen, wie das funktioniert. Also zuerst muss man das Ganze hier auf so einen Bogen drucken. Das ist ganz spezielles Thermotransferpapier. Und das ist eine ganz spezielle Tinte. Und dann gehen wir mal nebenan in den Raum. Also wie ihr seht, ich habe eben gerade schon die zwei fertig gemacht. Ich musste das nochmal ausprobieren. Ich habe vor einiger Zeit, wir haben da den Entwurf fertig gemacht und haben uns geguckt, wie das aussieht und ob das cool aussieht oder nicht. Und ich wusste dann nicht mehr genau die Einstellung und deswegen habe ich die beiden erstmal jetzt ausprobiert, bevor ich jetzt hier weitermache. Dieses spezielle Papier geben wir jetzt hier oben oder kleben wir jetzt fest an so einem Glas. Das muss natürlich ein bisschen bündig sein. So, drehen wir mal ein bisschen rum. Wir haben inzwischen auch, auch schon vor Weihnachten uns jetzt so eine Vierfachpresse geholt. Dann können wir vier Tassen oder vier Gläser gleichzeitig machen. Ich habe jetzt aber erstmal nur zwei in Betrieb für heute Abend hier, weil wir nicht erstmal eine kleine Bestellung nur haben. Das kleben wir jetzt so fest und dann wird das Ganze hier eingespannt. Zack. Und hier zugemacht. So, jetzt ist das 4 Minuten da drin. Und jetzt können wir in der Zeit den nächsten machen.
Wenn man natürlich die vier parallel hier betreibt, dann hat man hier auch ganz gut zu tun, sodass das auch relativ zügig geht. Man muss ja hier mal bekleben, also ich drucke mir dann meistens einen großen Stapel vorweg. Dann muss man ja hier entsprechend das Ganze bekleben. Und ich sag mal, wenn man, wenn man zügig ist, dann schafft man jetzt hier, ja, wie viele Tassen schaffe ich pro Stunde? Bei Tassen brauchen wir nur 3 Minuten statt 4. Ja, schon so 70 Tassen in der Stunde. Klappt ganz gut. Was wir aber auf jeden Fall sicherstellen können, ist auf jeden Fall die Qualität. Und was uns auch ganz wichtig ist, wir können halt hier ausprobieren. Bevor ihr ein Motiv bei uns im Shop landet, gucken wir uns das wirklich an, machen Probedruck, gucken, passt das Format, passt die Größe des Ganzen oder ist das zu groß oder zu klein. Dann fragen wir nochmal manchmal unsere Mitarbeiter, was sagt ihr dazu, was sagt ihr zum Format, passt euch das, ist euch das zu groß, ist euch das zu klein. Und dann kommt das letztendlich auch im Shop. Und bei den Tassen ist es zum Beispiel so, da wollten wir auch, dass das Format hier möglichst groß ist. Sind dann natürlich irgendwann limitiert hier mit der Presse und haben das auch so ein bisschen gestaltet, wie ihr seht. Hier unten ist so ein bisschen was drauf. Und hier haben wir es aber so gemacht jetzt, dadurch, dass die Presse nicht bis unten komplett ist oder dagegen drückt, verläuft das hier so unten ein bisschen aus. Finden wir eigentlich ganz nett. Da hat man nicht so einen krassen Ansatz. Ja, ansonsten ist das natürlich geschirrspülfest. Und so machen wir das im Prinzip mit allen Mustern. Und dann seht ihr, den haben wir auch teilweise ein bisschen Ausschuss. Das heißt, wir probieren natürlich, wie sieht so ein Mähdrescher auf der Tasse aus. Mit Rand, ohne Rand. Was haben wir hier ausprobiert? Ich glaube, hier haben wir die Ränder so ein bisschen ausprobiert von der Größe. Tatsächlich hier oben ist ein bisschen mehr als da. Aber das wird dann teilweise auch verworfen. Dann machen wir so eine Versuche mit den Farben. Hier mal zu lang, zu kurz. Und ja, im anderen Zimmer. Hier haben wir dann tatsächlich noch mehr Leichen rumzustehen. Das heißt, hier experimentieren wir dann erstmal auch tatsächlich rum mit den Farben und Tönen. Und hier seht ihr, hier haben wir ein bisschen zu lange drin gelassen, dann verläuft das Ganze. Der Kollege hier, der hatte uns ja zu wenig Farbe. Und so machen wir im Prinzip für jedes Motiv eigene Einstellungen, damit das auch nachher geil aussieht. Genau, die Tassen, ja, die sollen eigentlich auch noch rauskommen. Was haben wir, warum haben wir die noch nicht eigentlich, die durchsichtigen Tassen? Genau, und hier unten steht dann auch noch allerhand Ausschuss. Ja, die werden wir mal demnächst verlosen oder einfach mit reinschmeißen bei euch. Genau, machen wir erstmal da drüben weiter. So, das heißt, ich stehe dann hier und beklebe dann die Bierkrüge oder die Tassen. Und wenn man alle vier Pressen in Gang hat, dann ist das auch wirklich so, dass man nicht hier irgendwie steht und wartet, sondern tatsächlich hat man die ganze Zeit zu tun mit Bekleben. Dann sind die ersten nachher schon kalt, so nach einer halben, dreiviertel Stunde. Die fängt man dann schon an, in den Kartons zu packen. Und so produzieren wir dann eigentlich auch vor, dass ich hier nicht jeden Tag oder jede Woche stehen muss und produzieren muss, sondern ja, alle 2-3 Wochen dann mal ein paar Stunden und dann hat man auch wieder Ruhe. Oder natürlich zu Weihnachten oder sowas, jetzt natürlich ein bisschen extremer. Und die Bierkrüge habe ich mir tatsächlich gewünscht. Also das war zum Beispiel mein Wunschmotiv. Lisi hat auch ein paar Wunschmotive jetzt dabei gehabt. Die Grillschürzen, die hat Lisi sich da persönlich gewünscht. So, dann ziehen wir das im Prinzip jetzt hier schnell ab. Zack. Und dann ist es fertig. Ich habe euch ein bisschen im Weg gestellt. So sieht das Ganze denn aus. Tada. Wichtig ist natürlich, das muss schön gerade sein. Wir haben jetzt auf der Messe in Stuttgart auch noch so ein geiles Gadget gesehen, was einem hilft so ein bisschen beim Einspannen dieser Blätter. Wenn man natürlich ein bisschen Übung hat, funktioniert das ganz gut. Mit den Tassen bin ich auch schon deutlich geübter. Da geht das ratzifatzi. Auf jeden Fall freut uns natürlich, dass viele von euch das so annehmen und die Produkte auch so cool finden. Oh, großer Gott. Das freut uns natürlich.
Uns ist natürlich auch wichtig, dass die Qualität halt passt und dass es geil aussieht. Und deswegen machen wir das auch, ja, was heißt nach wie vor selber, deswegen machen wir es ja hauptsächlich selber. Man kann sowas natürlich auch produzieren lassen. Haben wir ja anfangs gemacht, aber was uns dann halt aufgefallen ist, ja, dass wir mit den Qualitäten da überhaupt nicht zufrieden waren. Ich kann euch das mal zeigen. Alleine, wir haben hier eine Tasse mit einer Ähre drauf. Und ich hoffe, man sieht das auch in der Kamera. Wir haben die hier produzieren lassen. Ja, wenn man es so sieht, die hat so einen leichten bräunlichen Touch. Nicht so richtig schön scharf. Und die machen wir alleine. Hier sind halt richtig schön die Konturen abgesetzt. Man sieht hier halt richtig schön die Gran. Gut, Leute. Ich werde euch mal hier die Tassen jetzt noch fertig machen. Ich habe auch gar nicht reingeguckt, wie viel jetzt bestellt waren. Ich mache jetzt 15 Stück oder so. Ich hoffe, das reicht. So, jetzt sind die hier abgekühlt. Dann ziehen wir jetzt hier die Folie ab. Bei Glas macht sich das ganz gut, wenn das Papier am Glas abkühlt. Bei den Tassen ist es so, dass dann die Farbe verläuft. Die müssen tatsächlich heiß direkt vom Papier getrennt werden. Aber ich habe hier gerade schon bei einer einen Fehler gemacht. Hier. Die habe ich zu schnell abgezogen und dann ist die Farbe nicht doll genug. Aber da könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Ja, was schreibt ihr in die Kommentare? Ich verlose den einen, der so ein bisschen blöd geworden ist. Macht ihr einfach Hashtag Bierkrug und dann suche ich einen aus. Bis jetzt sind alle anderen genug gut geworden. Vielleicht hat noch jemand Glück. Vielleicht können wir noch zwei verlosen. Also schreibt einfach mal rein Hashtag Bierkrug und dann verlose ich den, der nichts geworden ist, verlose ich dann mit. Ja, ansonsten, die sind jetzt ausgekühlt. Ich habe in der Zeit Shorts hochgeladen für YouTube und was habe ich denn noch gemacht? Schon mal, glaube ich, nicht glaube ich, sondern ich habe schon mal Material auf die Festplatte geholt für die nächsten Vlogs, für den heute ist der Sonntagsvlog, genau, dann war es der Donnerstagvlog, der jetzt vor euch kommt. Klebt aber auch wirklich gut, bei den Tassen geht es viel schneller ab. Ja, ursprünglich wollten wir eigentlich das mit den Tassen mitdrucken gar nicht machen. Das hatten wir gar nicht geplant. Wir hatten dann aber während der Weihnachtszeit das so, dass wir zu lange auf bestellte Tassen gewartet hatten und wollten dann nicht, dass ihr so lange wartet. Und dann haben wir gesagt, beziehungsweise da, wo wir den Textildruck gekauft haben, da gab es so ein Starter-Set für Tassendruck im Angebot. Und dann habe ich gesagt, ach komm Lisi, dann lass uns das da bestellen. Und wenn nächstes Mal, wenn wir wieder zu lange warten auf die Tassen, dann können wir ja die paar Tassen, die bestellt werden, die können wir ja dann lieber selber drucken. Dann müssen die Leute nicht so lange warten, weil das wollen wir eigentlich nicht immer, dass die Leute lange warten müssen. Ja, dann haben wir den gedruckt, bestellt gehabt und dann haben wir da einen Probedruck gemacht. Dann hat uns das echt gut gefallen und dann haben wir auch mit Motiven ein bisschen umher experimentiert und sind dann dazu gekommen, die selber zu drucken. Ursprünglich war die Tassenpresse eine einzelne. Das heißt, ich konnte eine Tasse eine Tasse drucken. Und dann könnt ihr euch ja vorstellen, wenn man alle 4 Minuten eine Tasse schafft, wie lange man braucht. Wir haben das dann nebenbei gemacht beim Textildrucken, aber wir haben es einfach nicht mehr geschafft. Und dann habe ich die zurückgegeben und habe die in einer Vierfachtassenpresse getauscht. So sind sie jetzt fertig geworden. So sehen sie jetzt alle aus. Wie gesagt, der ist nicht richtig scharf geworden hier. Den könnt ihr gerne gewinnen. Hashtag Bierkrug. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge nicht. Wir sehen uns dann morgen wieder, Leute. Bis morgen. So, da sind wir wieder mit ein bisschen Schlaf mehr und wir haben jetzt hier 9 Uhr. Spritze heute Morgen abgehangen, das hier angehangen, alte Saat raus, neue Saat rein.
Habe auch nicht ganz um Punkt 7 angefangen, sondern ein bisschen später. Wir haben die Krüge noch zur Firma, also die habe ich dann noch in Kartons gepackt, dann zur Firma und. Sodass ich irgendwie kurz vor 8 auf der Firma war, dann entsprechend umgehangen. Und jetzt sind wir beim Iberischen Drachenkopf. Wir machen hier 25 Kilo auf dem Hektar. Das ist eine Kultur, die eigentlich super schnell wächst. Weil letztes Jahr war es teilweise sogar so krass, dass ich habe ja die ersten Schwung, habe ich ja kein reines Saatgut bekommen und habe sozusagen mir gedroschene Ware gekauft und habe das damit versuchen wollen, hat aber nicht funktioniert. Vielleicht war es zu heiß getrocknet. Jedenfalls hatten wir überhaupt keinen Feldaufgang. Da kamen einfach keine Pflanzen hoch. Dann habe ich mir nochmal Saatgut bestellt gehabt. Da kamen die Pflanzen mega gut, sogar schon nach 3 Tagen. Aber die sind sehr, sehr doll verunkrautet mit Nachtschatten. Das war wirklich ein Problem. Jetzt hoffen wir mal, dass es dieses Jahr besser wird. Ein bisschen was mache ich anders. A, kommt die jetzt früher rein, feuchtere Bedingungen, dann ist der Konkurrenzdruck immer schon mal ein bisschen anders, wenn es früher beschattet. Und ich versuche dieses Jahr auch die Herbizidmaßnahme wirklich innerhalb von einem Tag zu machen. Ich glaube, dass dieses nach 3 Tagen, ich war letztes Jahr auch nicht zeitig raufgekommen, da werde ich sicherlich auch der Pflanze schon einen mit weggegeben haben. Und man hat es ja auch ein bisschen gesehen, die hatte auch ein bisschen zu tun, bis sie den Wirkstoff rausbekommen hat, beziehungsweise sich rausgewachsen hat. Was natürlich super schwierig ist, oder super schwierig nicht, aber was natürlich super nervig ist, ich muss ja halt hier für 3 Hektar ein eigenes Vorgewende machen. Und man muss ja auch rechtzeitig schon anfangen. Ist ein bisschen schwierig mit der Saat, vielleicht kaufe ich nächstes Jahr immer für 1 Hektar mehr. Und so, dass ich immer noch ausreichend fürs Vorgewende habe. Weil ich will ja nicht, dass am Ende mir was für eine Bahn fehlt am Vorgewende. Das sieht ja blöd aus. Und deswegen sind es jetzt zum Beispiel beim Schwarzkümmel nur 2,2 Hektar geworden. Aber naja, 2,2 Hektar sind 2,2 Hektar. Da müssen wir mal gucken, beim Schwarzkümmel versuche ich das ein bisschen mehr beim Drachenkopf hier ein bisschen mehr auszureizen. Weil das Öl schmeckt schon sehr geil. Ich schiebe jetzt hier mal relativ bündig ran an der Grenze, sodass ich immer 2 oder 3 Querbahnen habe. Beim Vorgewende, dass ich beim Umdrehen nicht schon auf die gesäte Saat von der anderen Kultur fahren will. Ich will nicht zum Beispiel, dass aus der Sämaschine noch 1, 2 Körner von der anderen Kultur rauskommen, sodass das möglichst sortenrein bleibt. Wir haben es jetzt auch so gemacht, wir haben auch die Maschine leer gemacht und umgefüllt auf gedrillter Fläche von der Kultur, die wir gerade gemacht haben. Wir wollen natürlich vermeiden, dass wir jetzt auf unbearbeiteten Acker stehen. Da fällt Saat daneben, da drillen wir dann mit einer anderen Kultur rüber und dann wächst das durch. Das wollen wir nicht. Wir wollen das wirklich super, super sorten- und artenrein haben. Boden ist schön feucht. Auch ja, dadurch, dass das natürlich gefroren ist, ist es an der Oberfläche sehr mürbe. Ganz klar, da tut der Frost auch einiges bei, aber braucht es eigentlich nicht. Unser Boden ist auch so super zart. Aber wir können gleich mal einmal rausgucken und können uns das Ergebnis einmal draußen angucken. Genau, das machen wir und dann gucken wir mal, ob wir Saat finden. Ich glaube aber nicht. Die ist auch iberischer Drachenkopf. Ist super fein und klein. Meine Friese sitzt halt auch ein bisschen wild. Super fein und klein, sodass, glaube ich, das wird nichts. Aber wir probieren das mal. Ein Punkt, den man machen kann, wenn man die Saat nicht findet, dann kann man halt während der Fahrt einmal anhalten und sich das Ganze einmal angucken. Bei der Tigerdrill ist das natürlich teilweise ein bisschen, das ist ein Nachteil, dass wir halt mit relativ weitem grober Abstand arbeiten, sodass wir, haben wir teilweise mal ganz kleine Rinnen, aber das sind so, ja, wenn es 2-3 Zentimeter sind, macht es schon bei der Saat einen kleinen Unterschied. Es schied gerade hier die Kante, die man hier sieht, da sind natürlich Drillmaschinen mit Scheibenscharen deutlich besser dran. Ne? Und ja, wir sind ungefähr bei 2 Zentimeter Ablagetiefe. Ja, der Boden ist noch leicht gefroren, deswegen klumpt er auch so ein bisschen. Ja, da habe ich es eben weggemacht. Weil ungefähr da ist es. Sieht man es? Da vor meinem Handschuh. Aber das kann man auf jeden Fall machen. Während der Fahrt anhalten. Ja, dann kann man das auch hochklappen und gucken, wie tief das in dem Saatschlitz ist. Wir wollen 1 bis 2 Zentimeter, aber wir wollen es natürlich nicht vergraben. Wie gesagt, hier Oberfläche ist noch ganz bisschen gefroren, deswegen sieht das ein bisschen klumpiger aus. Was ja für mich untypisch ist. Ja, ist ein bisschen gefroren. Also ist für meine Böden wirklich ein bisschen untypisch, dass sie an der Oberfläche noch so ein bisschen klumpig aussehen. Aber
Also weil das Tau zerfällt, das ist ja hier auch sehr nichts Weltbewegendes. Wir können uns das nochmal von gestern angucken. Hier, wo der Schwarzkümmel liegt. Das sieht natürlich hier viel, viel feiner aus, ne? Aber ich denke mal, den werden wir nicht finden. Die Saatritze. Aber dafür ist jetzt hier untergefroren. Soll jetzt auch die Tage wieder ein bisschen wärmer werden. Irgendwann muss man halt anfangen, seine Arbeiten zu machen. Sicherlich nicht optimal, dass es jetzt jede Nacht noch friert. Das, denke ich, tut den Keimlingen aber nicht so dermaßen weh. Noch nicht jedenfalls. Ich glaube, schlimmer wäre es, wenn es keimen würde. Und eine Woche später soll Frost kommen, aber es sollen ja nur noch 2 Frosttage kommen und dann soll Schluss sein. Letztes Jahr ganz andere Situation. Da hatten wir im Prinzip die, als wir es gedrillt haben, schweinekaltes Wetter. Und dann wurde es warm und dann hat der Regen aufgehört. Ja, gucken wir jetzt einfach mal, wie es dieses Jahr wird. Ich fliege jetzt für euch noch eine Runde Drohne. Da sind wir wieder. Wir haben 15 Uhr. Und ich fahre gerade die letzte Bahn mit der Färberdiesel. Na, eine geht nur, eine können wir noch nach oben nehmen. Und dann sind wir durch. Dann sind wir durch mit den Sonderkulturen. Das hat sich jetzt aber auch echt gezogen, die paar Hektar hier. Na, was heißt paar, sind 30 Hektar, aber ich sag mal, in derselben Zeit klatsche ich da 30 Hektar Getreide rein, wenn ich die ganze Zeit dasselbe drillen kann. Aber hier nach jeder Kultur sauber pusten, dies, das, jenes. Ist egal. Dafür haben wir ein richtig schönes Produkt. Nee, dafür haben wir auch wirklich mit den Sonderkulturen ein bisschen was anderes als einfach nur 60 Hektar Getreide. Die heben sich ja nun doch schon ein bisschen ab und das Öl schmeckt ja auch geil. Könnt ihr auch gern nach wie vor jetzt schon im Shop ausprobieren, wenn ihr da mal Bock habt. www.landwirt-inmv.de. Auch die Bierkrüge. Und dann haben wir heute auch genug Werbung gemacht. Also ich fahre jetzt zum Hof, baue meine Spritze wieder an, mache dann die zweite noch im Raps fertig und ja, dann bin ich ziemlich gut bei, dann bin ich up to date. Dann kann ich mich hier um ein paar Kulturen kümmern die nächsten Tage und kann dann auch die Flächen, ach AdBlue, wir müssen AdBlue tanken. Und kann dann auch die Flächen mit dem Totalherbizid die Tage noch fertig machen. Ja, und dann bin ich ziemlich gut drauf. Und das freut mich eigentlich. Heute ist ziemlich wenig Wind. Das heißt, ich kann eigentlich gleich losfahren. Gucken, wie wir vorankommen, Leute. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao.